immerhin kann man die Kapitänin. Es geht weiter. Ja, die ist irgendwie alleine. Der andere, ich weiß nicht, wo die anderen sind. Einer ist bei uns ein Test, aber der ist irgendwie nicht da. Naja, ja, auch egal. Ich habe ohne Lust mal bis auf die Mutsu. Mutsu ist Tier 6, ist im Grunde ein Stock an Nagato und wir sagen, let's do this. Ja, mal gucken. Ich habe hier schon für gewählte Gefechte, habe ich schon ein bisschen was aufgenommen. Ich muss mit einem Gespräch, mit einem noch ein, zwei Leuten sprechen. Er würde es ja auch gerne aufnehmen oder spielen. Ich weiß es ja nicht. Spielen ja, aber aufnehmen ist was anderes. Und ja, mal gucken. Jetzt mein Handy laden. Und reiner Sechsergefecht. Nice. Und mal ein bisschen bei bestimmt leicht entspannte Tier 6 spielen. Ja, gewählte Gefechte. Ich habe ein bisschen gespielt. Ich bin von 17 auf 14 relativ schnell hochgekommen. Vor allem nicht schlecht. Die Leute haben komischerweise gepasst. Leider nur eine Niederlage dabei. Aber ich habe dafür keinen Stern verloren. So ist es ja nicht schlecht. Hat es mir relativ viel Spaß gemacht. Mal gucken. Ich denke mal später noch. Ich nehme das noch ein bisschen weiter auf. Weil am Anfang sind die, ja, kann man sagen, sind noch die guten Spieler dabei. Und nach ja, sind die guten höhere Ränge. Danach hat man ja die etwas, ja, nicht so guten oder etwas komischen. Wir sagen, let's do that und ich mal gucken. Aber wir sind schon rein in Sechser Gefecht. Gefällt mir. Wir sagen, ja, mal gucken, was das die Runde wird. Ich bin gespannt, wie weit ich mit die Wettergefechte, wie weit ich komme. Einmal, wo ich jetzt, sagen wir mal, jetzt die 10er Schiffe jetzt da sind, ich denke mal, ist was etwas Besseres. Weil so, ja, letzten, einmal bei den Season mit Tier 6, also mal sagen von Tier 8, ich meine, bist du Tier 6 Schiffe, glaube ich, waren es so Tier 6 oder Tier 7? Ist auch egal. Ja, es gab viele auch relativ schlechte Spieler, sind relativ, ja, sagen, kann man sagen, mit guten Spielern haben sich einfach gut durch sich hochgestorben und so sind die eigentlich relativ mit Rang sehr hoch, schnell hochgestiegen. Die guten Spieler haben ja, die schlechten Spieler einfach nur mitgezogen. Und ich denke mal, weil Tier ab Tier 10 sollen ja schon etwas erfahrene Spieler schon fahren. Und ja, sagen wir, okay, für die Großteil von den Spielern kann man nicht spielen. Ist eigentlich für die ein bisschen schade. Fährt aber nicht schnell. Und ja, auf einer Seite finde ich das nicht schlecht. Weil hier, sagen wir mal, 10er Bereich sollen eigentlich schon etwas bessere Spieler sein. Und schade. Ja, es ist ein bisschen zwiegespalten, bin ich eigentlich. Also sage, auf einer Seite finde ich nicht schlecht, sind die wirklich die Leute, sich hochgestorben sind, haben sie einen Strich von Rechnung gemacht. Und ja, sag mal, wie die. Es gibt welche, die sind Tier 8 Spieler relativ sehr gut, aber die haben noch keinen 10er. Okay, für viele ist das ja Ausgrenzung schon leicht. Ja, aber ich denke mal, das Spiel gibt es seit schon etwas schon länger. Ich denke mal, Großteil der Spieler haben ja schon bei den meisten 10er Schiffen ja schon. Königsbild, ist mir jetzt wieder leicht auf den Geist. Oh, das versteckt sich. Und Bad Johnny? Ah, gibt wieder Beschleunigung. Das Problem. Ich habe zu großes Kaliber, ich mache zu starke Overpens. Eine Joke. Damit Bretagne und deswegen. Ist auf interessante Weise, ich hätte schon erwartet, es war letztes Season, weil ja Tier-8-Schiffe kann sein, wie wir auf die 7 gestellt haben. Und sie ein bisschen, ja, gesagt, nee, haben sie leider nicht, haben sie ein bisschen anders gemacht. Ich denke mal, sie da zwischendurch auch mal ausprobieren, denke ich mir mal. Boah, schön. Ich bin ziemlich sehr stark im Fokusfeuer. Ja, der andere ist hinter mir.
Dann drehe ich mal lieber ab. Dann drehe ich mal lieber ein bisschen ab. Ich bin echt nur rein so fokussiert, weil ich ja nicht mehr. So, Britannien. Versteckt sich in Nebel. Dort. So. Na dann. Wo ist eigentlich meine Meinung zu irgendwelchen Gefechten? Viele, ich denke mal, viele sind ja mal meckern. Aber naja, Wargame muss sie sich irgendwas dabei, sich bei der sowas bei ein bisschen was bei gedacht haben. Naja, so. Wir sagen. Ey, ich bin hier nur am Snipen. Dieses hier geht ja gar nicht. Keiner fährt vor, gar nichts. Immer auf Platz oder schießen. Sturm. Keiner schlacht schon gefällt mir, weil dieses Spiel, die spielen alle auf Max Wrench, ist ja furchtbar. Sonst ist es hier so voll hier ran von wegknallen hier. Ist ja fast gar nichts, alles auf Max Wrench. Fast gleich. Genau so fast so viel Reichweite wie ich. Jo. Ja, ist La Bretagne. Alles auf Max Schwench. Ey, was ist das? Sag mal, fahre ich heute hier 10er-Schiffe oder was ist hier auf einmal los? Keiner fährt vor, gar nichts. Was ist das? Ja, so viel zu große Distanz bei den Schiffen. Kann ich doch gar nicht richtig angreifen. Klar, für uns 5 Bügel 5er oder was? Wir sitzen hier voll hier Nahkampfschiffe über so Nahkampf überall. Mir ist auch so recht auf Keks auf Max Wrench hier zu schießen. Schöner Hit.
5 Treffer und keine Zitadelle? Sag mal. Ja, okay, ich habe hier richtig großen Kaliber. Da hätte wenigstens ein Zitter schon wenigstens einmal erwartet. Au! Wie alles auf Max Range. Ja, jetzt reizt aber dann schon wieder. Alter, die muss aber hier auf den Sack. Die Batschone schießt auf Max Range. Sag mal, fand ich alle Dinge, die sind ja die 10er Schiffe oder was ist auch nochmal los? Ach, tritt rein. Oh, ich dachte, er tritt weg. Wieder 4 Treffer. Wings einmal in Zitterwürfel gefallen. So, nehmen wir schon mal den Cap ein. Alles auf Max Range. Was ist auf einmal los? Serbia habe ich noch nie gehabt. Sonst sind die alle sehr aggressiv nach vorne geprescht, egal mit welchem Schiff. Echt alles auf Max Range geschossen haben sie hier. Das ist ein bisschen merkwürdig. Overpants. Ich mache die Runde nur Overpants. Das ist echt leicht merkwürdig. Sonst wäre wenigstens eine Zitter gefallen bei dem Kreuzer. Schade. 27 Treffer nur Overpins gemacht. Alter Schwede. Gemacht. Das ist okay, das ist ja kein Wunder mit großem Kaliber. Nur Overpants gemacht, das ist ja Wahnsinn. Nur 2 Schiffe verloren. 1 Millimeter. Brandstift hat er bekommen, ui. Das war. Tenne war das höchste. Chance ging so.
Aber. Ist auf Max, Mensch, ich hab Gefühl, ich will hier T10 spielen. Das war echt ein bisschen ungewöhnlich. Ja, kein Wunder. Okay, 410 ist das ja klar. Ich warp jetzt mal, da wings beim Kreuzwings 1 wieder wings wert gewesen. Naja, und gut, ja. Einmal meine Dienst. Naja, wir sagen, zweiten Sternchen. Dann würde ich gerne auf Teilungsmeister gehen, mal immer mal. Die Säcke mal gucken. Welche Flagge sage ich eher bescheiden? Flagge sage ich eher. Shit. Secondary 4,2. Jop. Jop. Mal gucken. Flagge ich glaube ich eher nicht. Ja, ich denke mal, verbessere Schiedsausbildung. Dann gehe ich denke mal Tarnungsmeister. Weil er sehr. Okay, ich denke mal, Nahkampf ist das was mal praktisch mal. Was genau bei der. Hier genau ein schönes Skill führen könnte. Ich könnte noch Atelier rausnehmen. Naja. Ich würde sagen, erstmal wünsche ich euch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend. Das ist besetzt so meine Meinung zu die gewährte Gefechte. Jeder hat andere Meinung dazu. Ich vertrete ja nur meine Meinung. Und naja, ich hoffe, ihr würdet auch relativ weit kommen. Ich würde sagen, ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend noch. Mal gucken, was wir da danach schönes spielen. Einmal so kleine spannende Runde mal. Wie spannend. Naja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Ne? Haut rein.